Wann sehen wir die ersten tokenisierten Produkte in der Schweiz an regulierten Handelsplätzen? Das kläre ich heute mit Lydia Kort. Ja, liebe Lydia, du bist die Expertin, wenn es um Tokenisierung und digitale Assets in der Schweiz geht. Freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir wollen uns um Tokenisierung etwas genauer anschauen. Ja, wo hapert es denn derzeit noch? Wir sehen einige Projekte, die sich mit Tokenisieren beschäftigen. Wir sehen Firmen, die ihre ersten beispielsweise Aktien als Token rausgeben. Wir sehen größere Firmen, gerade auch im EU-Raum, die Obligationen rausgeben als Token. Aber man muss wissen, wenn es um Asset-Tokens geht, geht es immer um Finanzinstrumente. Finanzinstrument ist ein stark regulierter Bereich. Im Gegensatz zu Kryptowährungen, wo etwas weniger stark reguliert ist in gewissen Bereichen, ist es für Asset-Tokens aufwendiger, die überhaupt zu erstellen, einerseits. Also die ganze Emission ist aufwendiger. Aber was auch aufwendiger ist, ist der ganze Prozess, wo die Asset-Tokens nachher ins Finanzsystem hineinkommen. Und welche Bausteine fehlen noch, damit es ein durchschlagender Erfolg wird? Der grösste fehlende Baustein aktuell sind Handelssysteme, dass wir beispielsweise Börsen haben, Handelsplätze haben, wo man solche Asset-Tokens handeln kann. Da sind einige aktuell dran, das am Aufbauen. Wir haben ein gutes Bewilligungsgefäß in der Schweiz aktuell. Und hier werden wir sicher über die nächsten Monate spannende Entwicklungen sehen, wo auch der Asset-Token-Industrie einen Schub werden geben. Ja, und du hast die Regulierung schon angesprochen. Wir sind in der Schweiz relativ weit vorne und haben aus meiner Sicht noch einen kleinen Vorsprung. Insbesondere wenn wir auch zu den Nachbarn nach Deutschland schauen oder auch in der EU-Regulierung. Siehst du das auch so? Absolut. Also was wir beispielsweise in der Schweiz haben als grossen Vorteil, ist, wir dürfen alle Arten von Finanzinstrumenten als Asset-Tokens rausgeben. Wir nennen das das Schweizer Registerwertrecht und das ist auf eigentlich alle Anlagekategorien offen. Wenn wir beispielsweise nach Deutschland schauen, ist das aktuell nur für eine eingeschränkte Gruppe von Assetklassen möglich, spezifisch Inhaberschuldverschreibungen und Fondsanteile. Aktien beispielsweise können in Deutschland noch nicht effektiv tokenisiert werden. Und gegenüber der EU gibt es da auch nochmal Unterschiede? In der EU ist eigentlich, was Asset-Tokens angeht, MiFID II relevant. Ist theoretisch möglich, um dort Asset-Tokens in dem Sinne zu erstellen. Aber auch dort hapert es nachher wiederum an den Baustellen in der Finanzmarktinfrastruktur, dass man eben beispielsweise ein Handelssystem hat, wo man die dann wiederum darüber handeln kann. Hier ist das EU-Pilotregime zu erwähnen, wo es wird erlauben, in Zukunft solche Asset-Tokens zu handeln. Und wenn man jetzt die Industrien noch anschaut, welche ist da auf dem Vormarsch? Also vielleicht von der Industrie jetzt in Bezug auf die Schweiz betrachtet, es ist es weniger industriespezifisch, wo wir mehr Tokens sehen als in anderen Industrien. Was wir sehen, ist KMU-spezifisch beispielsweise. Also einige KMUs beschäftigen sich mit dem, vor allem im Aktienbereich. Und da geht es vor allem um nicht kotierte Aktien. Wohingegen im kotierten Aktienbereich ist noch sehr wenig Aktivität vorhanden, aber verständlicherweise auch wegen diesen fehlenden Bausteinen auf der Handelsseite. Wo man auch grosse Aktivitäten sieht, ist im ganzen Obligationenbereich. Und hier sind grosse Institutionen, grosse Firmen, auch Industriefirmen, aber auch Finanzinstitutionen, die so erste Obligationen ausgeben. Kann man da einen Unterschied machen? Du sagtest Teil Aktien, Teil Renten, Obligationenbereich. Gibt es da einen Unterschied, warum sich das so entwickelt? Es sind einerseits regulatorische Unterschiede, also eben, ob man es überhaupt darf, jetzt im europäischen Kontext. Es sind aber auch Unterschiede in Bezug auf Finanzmarktinfrastruktur. Also der kotierte Aktienkapitalmarkt ist schon sehr effizient. Es sind sehr viele zentrale Intermediäre involviert, grosse Firmen wie eine SIX, Zentralverwahrer und so weiter, auch im europäischen Raum. Und es ist sehr schwierig, die Schritt für Schritt zu ändern und die Industrie in eine neue Phase zu bringen. Wohingegen im Obligationenmarkt hat man mehr fragmentierten Markt. Man kann dort einfach mal kleiner, mit kleineren Tranchen oder kleineren Ausgaben etwas probieren und muss nicht auf einen Schlag das ganze System verändern. Und wir haben am Schluss noch keine Glaskugel hier, aber wenn ich dich nach deiner Meinung oder deiner Einschätzung fragen darf, wann sehen wir die ersten relevanten Produkte vielleicht auch unter der neuen Schweizer Lizenz? Also ich glaube, auf der Seite von der Lizenz, von den Handelsplätzen beispielsweise, werden wir, ich würde mal wagen zu behaupten, über die nächsten 6 bis 12 Monate erste Handelsplätze sehen. Und solange die noch nicht da sind, werden wir auch keine grosse Entwicklung auf der Asset-Token-Seite haben, zumindest nicht in der Schweiz. Im EU-Raum eigentlich das Gleiche. Die EU-Pilotlizenz kann man anfangen beantragen gegen Ende Jahr. Das heisst, auch dort werden wir die Infrastruktur erst im Verlauf von 2024 haben. Und ich glaube, das wird nachher auch der Startschuss sein, dass die Tokenisierung wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass wir das im Verlauf von 2024 werden sehen, dass da doch einige Projekte an den Start kommen. Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung, liebe Lydia. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWiss. Herzlichen Dank.